Hallo meine lieben Zuhörer, ich bin der Callcenter Crusher. Heute habe ich wieder drei Perlen der Finanzdienstleistungsbranche für euch. Den Reigen startet Annabelle, eine echte Koryphäe in dem Bereich. Danach versucht es ein Coinbase-Fake bei mir und zum Schluss rundet Shure Invest mit viel Ahnungslosigkeit das heutige Video ab. Viel Spaß also, nach dem Intro geht's los. Hallo? Hallo, Herr Lüschmann? Hallo? Hallo? Annabelle ist da. Hallo? Annabelle ist da. Annabelle Jordan. Ja? Sie haben jetzt Zeit, wahrscheinlich schon, oder? Ja, wofür denn? Worum geht's denn? Also, wir haben ein persönliches Angebot für Sie. Also, Sie haben sich... Was für ein Angebot? Also, Sie haben sich... auf der Seite Öl Profit angemeldet. Sie sind kaum zu verstehen. Sie haben ganz schlechte Telefonleitung. Ah, okay. Dann rufe ich Sie später an. Passt es für Sie? Ja, geht auch. Kein Problem. Okay, danke. Ciao. Ciao. Hallo? Hallo, Herr Lüschmann. Hallo, Annabelle ist da. Ah ja, okay. Jetzt haben Sie eine bessere Telefonleitung. Ah, schön. Ja, schön, Herr. Also... Sie haben sich vor kurzem, also vor 2 Minuten her, bei uns angemeldet, bei dem ölprofit.de. Also Sie haben sich vor kurzem da angemeldet. Und diesbezüglich habe ich eine Frage an Sie. Haben Sie sich wahrscheinlich für Investitionen interessiert, oder? Ja, schon, das ist richtig. Okay, schön. Also es geht los. Also kurze Information. Wir haben eigentlich einen Finanzanalytiker da für Sie, der quasi für ihn für Sie traden kann. Und der arbeitet an Ihrer persönlichen Strategie. Also die Strategie wird für Sie herausgearbeitet. Und Sie bekommen dann vielleicht, doch eigentlich schon ungefähr 5% in einer Woche von der Summe, die Sie angezahlt haben. Also ungefähr, wenn Sie 250 Euro angezahlt haben, dann bekommen Sie 125 Euro in der Woche als quasi auf unserer Plattform. Aber Sie sagten doch gerade 5%. Also 5%, genau, das wären ja 50%. Also was, wie viel Prozent? Sie haben 5 gesagt. Genau. Entschuldigung, Sie. Das ist meine schlechte... Ich habe das im Kopf ausgerechnet. Entschuldigung, Sie, dass ich bin sehr schlecht in der Mathe. Aber, das ist ja genau der richtige Job für Sie dann. Genau. Ja, danke. Aber ich bin nicht die persönliche Beraterin, also nicht die Finanzanalytikerin, sondern nur quasi Ihre Accountmanagerin, die Ihnen helfen kann, bei uns einzusteigern. Also das heißt, ich helfe Ihnen dabei, bei uns einzuzahlen und alle Informationen über das Konto, das Sie bei uns eröffnen. Also das habe ich, also auf diese Fragen habe ich eine Antwort parat. Also, ja, gut. Wenn Sie genau. Also haben Sie noch Interesse daran, bei uns einzusteigern? Ja, prinzipiell schon. Aber Sie sagten, Ihre Webseite heißt ölprofit.de, richtig? Ja, genau. Und wo ist der Sitz dann in Ihrer Firma? Wir sitzen gerade in London, aber wir traden überall auf die Welt. Also, Augenblick, das kann ja schon nicht stimmen. Das kann ja schon nicht stimmen. Um eine deutsche Webseite zu haben, muss man einen Hauptwohnsitz in Deutschland haben, der Firma. Das heißt, sie muss in Deutschland gemeldet sein. Sonst kriegt man keine DE-Domain. Entschuldigung Sie. Also ganz klar, Ölprofit. Ölprofit. Ja? Ich bin von der IP Capital Group. Also das ist unsere Firma. Wir haben eine Lizenz, wir haben eine Garantieerklärung für Sie. Wenn Sie zum Beispiel
Augenblick Ihr mal, Geld? jetzt sind Sie also eine ganz andere Firma. Nein, 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 also. Sie haben doch Es vorhin gibt. gesagt, Also, Sie haben ich doch, habe. Augenblick, lassen Sie mich bitte ausreden. Sie haben vorhin gesagt, Sie rufen von ölprofit.de an. Genau. Also, wir haben verschiedene Webseiten. Also, die kommen bei uns als Anfragen quasi. Verstehen Sie, was ich meine? Nee, Also, das kann ja nicht das Augenblick, das kann ja nicht sein. Eine deutsche Webseite weist nie auf eine ausländische Webseite hin. Also, Entschuldigen Sie. Also, ölprofit.com, das ist die aha. richtige Webseite. Genau, Ja, aber genau. Sie haben gesagt, Entschuldigen Sie, Ölprof, aber Sie haben. bei mir steht, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, bei mir steht, dass Sie sich auf der deutschen Seite angemeldet haben. Deswegen habe ich Ihre Fehler gemacht. Entschuldigen Sie, tut mir leid. Ich wollte Sie auf keinen Fall beleidigen und ich wollte gar keine falschen Informationen also für Sie liefern. Also verstehen Sie, was ich meine? Also Okay. wenn Sie von uns eine Lizenz brauchen, dann haben wir sie für Sie parat. Und wir Gut. haben auch eine Garantieerklärung für Sie da, die eigentlich, wenn Sie Ihr Geld zurücknehmen wollen, zum Beispiel sei das 250 Euro, dann könnten Sie das zurückzahlen, also zurücknehmen. Also Sie könnten eigentlich das Geld, das Sie bei uns eingezahlt haben, zurückhaben, weil wir eigentlich keine Betrüger sind. Also wir machen Geschäfte ganz ehrlich und ganz schön. Gut, Also okay. Also genau. wie heißt jetzt Ihr Hauptsitz, Ihre Firma? Ihre Firma jetzt, wo Sie IP Capital Limited. IP IP Capital Capital Limited. Limited. IP Capital Limited. Genau, und das ist Ihre Webseite. Genau. Und dann, ja, .com oder? Nein. Co UK. Bitte was? Also Punkt CO. Ja. Das ist Punkt sie. UK. Ja gut, aber die Webseite ist ja erstmal das ipcapital.co. Okay. Das ist ja schon mal gut Also, zu wissen. Okay, und Ihr Sitz ist in London. ja genau, ja. Okay, gut. Und wenn Sie in London sitzen, wo sind Sie dann reguliert? Also wir sind von FDA reguliert. Also wir haben Lizenz von FDA. Okay, gut. Das kann ich ja ganz schnell überprüfen. Gut, Genau, also, genau. okay. Ja, Also, dann machen wir das doch einfach mal eben auf die Schnelle. Das ist Okay, gut. Also möchten gut. Sie gleich ansteigen bei mir? Ja, erstmal möchte ich überprüfen. Okay, schön. Also, kann ich Sie per WhatsApp erreichen oder Nee, warten Sie ganz kurz? das ist eine Festnetzrufnummer. Okay, also wo sind Sie denn in Großbritannien registriert? Bei welcher Entschuldigen Finanzaufsichtsbehörde? Sie, leider momentan ist meine WhatsApp, also steht meine WhatsApp nicht zur Verfügung. Ich sagte ja auch, ich rufe von einem, Sie rufen auf einem Festnetztelefon an. Entschuldigen Sie, habe ich Sie leider akustisch nicht verstanden. Ja, dann sollten Sie vielleicht den Krach im Hintergrund ein bisschen ausmachen. Sie rufen auf einer Landline an. Genau, also Und da gibt es kein WhatsApp. Wir haben einen persönlichen WhatsApp, einen Business-Account. Ja, das macht doch Jeder nichts. von Sie uns. können aber doch, Sie können aber doch nicht WhatsApp auf ein Landline-Telefon verschicken. Da gibt es Nein, nein, kein nein. WhatsApp-Tipp. Verstehe Sie, absolut, ja. Aber ich habe Ihre E-Mail-Adresse. Ist das richtig? Ja, aber Sie, Also, Augenblick, Ludger Losmann, gmail.com. das ist richtig. Okay, gut. Also ich schicke Ihnen dann also alle Unterlagen, okay? Ja, können Sie machen. Und Aber Sie können mir ja in der Sie Zwischenzeit, entscheiden. ja, Sie können mir aber in der Zwischenzeit sagen, wo Sie denn in Großbritannien registriert oder reguliert sind. Bei welcher Finanzaufsichtsbehörde? Okay, das muss ich meine, also das muss ich mit der Chefin sprechen, Ja, weil das machen Sie weiß ich das. leider nicht. Okay, das.
Passt gut, okay. Okay, also Sie müssen dann zu Ihrem Finanzberater gehen, oder? Nee, Sie verbinden Sie mich einfach weiter. Ah, okay, das geht leider nicht, weil mein Chef ist jetzt gerade beschäftigt. Wenn es in ein paar Stunden geht, oder machen wir es so, ich schicke Ihnen jetzt gerade die E-Mail mit allen Unterlagen von mir und wir machen das so. Ich rufe Sie dann morgen an und wir sprechen mit dem Chef, okay? Das um bestimmte Zeit. Das können wir versuchen. Ich weiß nicht, ob ich morgen Zeit habe. Deswegen habe ich ja heute Zeit genommen. Okay, okay. Aber morgen. Aber es ist schon traurig, dass Sie als Finanzdienstleister nicht wissen, wo Sie reguliert sind. Wissen Sie, es gibt einen Unterschied. Es gibt wirklich einen Unterschied zwischen mir und den anderen Finanzberater. Der für Sie eigentlich Ihre persönliche Strategie herausarbeiten. Also ich bin leider nur eine kleine Dienst, also ich leiste hier ganz wenig, also ich muss nur... Ja, das stimmt, da haben Sie recht. Also da. Verstehen Sie, was ich meine? Ich kann jetzt leider nur das tun, was in meinem mich angeht, kann ich für Sie tun. Also das ist, ich tue mein Best, I do my best actually, okay? Ja gut, also Sie haben eins recht, Sie können wirklich wenig machen bei Ihnen. Okay. Okay, sehr schön. Okay, dann mache ich es so und wir bleiben im Kontakt, okay? Das können wir machen, ja. Okay, sehr schön. Dann danke sehr für das schöne Gespräch, Herr Losmann. Und wir bleiben im Kontakt, okay? Alles klar, so machen wir das. Okay, dann schicke ich Ihnen eine E-Mail, okay? Ja. So machen wir das. Danke. Sehr gut. Danke. Ciao, danke ciao, auch. Ciao, ciao. 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 Ich kann nicht viel leisten. Ja, es ist offensichtlich. Hallo? Hallo. Hallo. Guten Tag. Kann ich mit Herrn Ludger Losmann sprechen? Ja, der spricht hier. Herr Ludmann, Vanessa Fischer ist am Apparat. Es geht um Ihre Interesse für das Online-Handel. Ja, wie war Ihr Name? Vanessa Fischer. Ich bin Ihre persönliche Kontoberaterin von Finanzmarkt. Mhm, okay. Wie ist Ihr System? Sie haben Interesse, ja? Und Sie möchten mit Kryptowährungen Geld verdienen, richtig? Ja, unter Umständen ja. Also Interesse habe ich. Ja. Erst einmal, ich erkläre Ihnen, wie das funktioniert und dann natürlich Entscheidungen treffen. Weitermachen oder nicht, okay? Ja gut, dann erzählen Sie mal. Okay, super. Herr Lutmann, erst einmal, momentan Bitcoin-Preis war niedriger und momentan wir haben sehr gute Erwartungen über Bitcoin, ja? Deswegen, für das Investitionen, jetzt ist sehr guter Zeitpunkt, ja? Wenn Sie kaufen Bitcoin mit niedrigem Zeitpunkt, damit natürlich Sie können mehr profitieren als normalerweise, ja? Sie können mit 500 Euro anfangen, mit 1000 Euro oder mit 1500 Euro, ja? Mhm. Das wäre mir neu, dass man erst ab der Summe anfangen kann zu handeln. Welche ist lieber für Sie erst einmal, oder? Bitte? Welche ist lieber für Sie? Ich verstehe das nicht. Wo ist lieber für Sie? Verstehe ich jetzt nicht. Nein, schauen Sie, Mindestinvestition bei uns es ist 500 Euro. Dann kommt 1000 Euro und 1500 Euro, ja? Ach Wir so. Haben verschiedene Beträge. Natürlich, wenn Sie mehr investieren, damit Sie können mehr profitieren. Ja, Entscheidung ist Ihre, okay? Ja, aber wie gesagt, ich kenne das nicht, dass man einen Mindestbetrag bei irgendeiner Trading-Plattform einzahlen muss. Mhm. Um an der Börse zu handeln, brauche ich keinen Mindestbetrag. Es ist amerikanische und legale Plattform, ja? Ja, amerikanisch. Und amerikanische und legale, Coinbase. Wissen Sie dieses Plattform? Also ist Coinbase Ihre Webseite oder Ihr Portal? Nein, schauen Sie, Coinbase war eine Website und ich bin Ihre persönliche Kontoberaterin und ich helfe Ihnen mit Coinbase Geld profitieren, ja? Ja, und wie denn dann? Weil Sie sagten Coinbase, das ist ja dann nicht Ihre Webseite. Also
Wie ist denn Ihre Webseite? Natürlich, ich bin eine Kontoberaterin und ich habe Erfahrungen und ich helfe Ihnen. Ich Ja, das war ja nicht meine Frage. Lernen. Okay, dann sagen Sie mal bitte noch einmal. Wie heißt Ihre Plattform? Coinbase. Also es ist doch Ihre Plattform. Okay, gut. Ja. Okay, gut. Also rufen Sie von der Firma Coinbase an. Ja. Okay, gut. Coinbase, ist das DE oder? Ja, Coinbase war eine amerikanische und legale Plattform. Sie können überprüfen, ja? Ja, coinbase.de oder? Coinbase.com. .com, okay. Gut. Ja, gut, dann erzählen Sie mal weiter. Dann zum Beispiel, wenn Sie investieren 500 Euro, dann wir können dieses Handelsprozess anfangen. Ich helfe Ihnen zu kaufen Bitcoin, weil momentan wir haben sehr gute Erfahrungen, Erwartungen über Bitcoin. Deswegen, und dann natürlich wir anfangen dieses Handelsprozess. Ja? Schritt für Schritt, ich zeige Ihnen alles und ich erkläre Ihnen alles. Ja? Ja, dann erzählen Sie mal. Haben Sie Computer dabei? Ich habe einen Computer, ja. Okay, dann sagen Sie mir bitte, haben Sie TeamViewer? Verbindungsprogramm TeamViewer? Nein, habe ich nicht. Haben Sie nicht. Herunterladen Sie bitte TeamViewer, damit ich verbinde auf Ihren Computer und ich zeige Ihnen alles auf Coinbase, okay? Wie dieses Handelsprozess funktioniert. Das geht nur mit TeamViewer? Mit TeamViewer, ja. Ohne kann man das nicht machen? Okay, das ist schon seltsam. Natürlich nein, weil es ist einfacher, ja, damit ich verbinde Ihre Computer und ich zeige Ihnen alles. Ja, aber das ist ein Firmenrechner, mit dem ich hier arbeite und ich bin sicher, dass sowas nicht funktioniert, weil der IT-Manager das blockiert hat. Das ist ein Firmenrechner. Also wenn Sie mir okay, dann wann werden Sie zu Hause? Ich bin zu Hause. Ach so, und Sie haben keine eigene Rechner? Richtig. Okay, dann ohne diese Rechner natürlich können Sie gar nichts machen. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Tschüss, Betrüger. Ciao. Ja, Scheißbetrüger. Ciao, Sie sind selber Betrüger. Ja, ich bin Betrüger. Sie sind der Betrüger. Coinbase ist nicht Ihre Firma. Ich weiß es. Sie sind, ja, Sie sind dumm. Sie sind nur dumm. Ja, bitte? Herr Lossmann, einen schönen guten Tag. Hallo. Felix Weinermann-Bahat. Ich habe Ihnen per Mail-Adresse eine Nachricht gesendet und habe von Ihnen eine Nachricht bekommen. Richtig, so, ja. Herr Lossmann. Genau, so, ich sehe, Sie hatten sich interessiert für Finanzmarkt, Online-Trading. Ist das richtig, ja? Das ist richtig, ja. So, Herr Lossmann, haben Sie jetzt kurz Zeit, 5 Minuten? Das habe ich, ja. Und ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, gemeinsam Ihr Account zu aktivieren. Und Herr Lossmann, habe ich bei einigen Fragen, ob Sie eine Erfahrung in diesem Bereich haben. Na, erstmal habe ich ein paar Fragen. Von welcher Firma sind Sie denn überhaupt? Weil das war in Ihrer Mail nicht zu sehen. Firma Shurinvest. Wie? Und ich. Shurinvest. Genau. Machen wir so. Ich habe eine Kurzfrage, ob Sie für dieses Kontaktnummer ein WhatsApp haben. Nee, habe ich nicht. Ich benutze kein WhatsApp. Okay, verstehe. So, trotzdem, wenn Sie wollen unsere Unterlage sehen und so etwas anderes, da kann ich von unserer normalerweise E-Mail-Adresse von Unternehmen an Ihre E-Mail-Adresse die Unterlage senden und. Das ist kein Problem. Und die nächste Frage, habe ich Sie gefragt, ob Sie eine Erfahrung in diesem Bereich haben? Nee, noch nicht. Deswegen interessiere ich mich ja dafür. Okay. So, warum haben Sie sich interessiert für Finanzmarkt? Bräuchten Sie zusätzliches Geld oder? Genau das ist. Ich möchte gerne zusätzliches Einkommen erwirtschaften. Okay, wunderbar. Wie viel möchten Sie verdienen?
pro Monat ja, das, am Finanzmarkt. Das weiß ich noch nicht so genau. Das ist, deswegen will ich mich aber, ja informieren, was möglich ist, auf welche Arten es möglich ist. Okay. Dann ich erzähle kurz, nachdem die Accounts aktivieren bei unserem Unternehmen mit einem minimalen Summen, bekommen Sie persönliche Analytiker, der Sie professionell beratet und für Sie zuständig sein wird und mit Ihnen den Handel betreibt. Das ist erste Option bei unserem Unternehmen. Der Finanzexperte von Ihren Investitionen mit dem Finanzexperte können Sie von 15-30% pro Monat verdienen. Und die zweite Option ist automatisch Roboter. Dafür bräuchten Sie ungefähr 5 Minuten Ihrer Freizeit pro Tag, einfach Ihr Handelskonto sehen und wie das geht mit Ihrem Profit. Und von diesen Optionen können Sie von 10-20% verdienen pro Monat. Mhm, okay. Gibt es zwei Optionen bei unserem Unternehmen. So, darf ich fragen, was machen Sie beruflich? Ich wollte verstehen... So weit sind wir ja erstmal noch nicht. Erstmal habe ich ja mal ein paar Fragen. Ja. Denn mit was kann ich denn überhaupt handeln bei Ihnen? Wie bitte? Mit was ich überhaupt handeln kann bei Ihnen? Hallo? Ich höre nichts. Hallo? Ich höre Sie nicht. Ja, bitte? Losmann? Ja? Jetzt ist Herr Raus am Apparat. Wer ist jetzt? Herr Raus, Stefan Raus. Ja? Genau, Sie haben vorher mit einem meiner Mitarbeiter gesprochen, ich bin Abteilungsleiter. So, Herr Losmann. Von welcher Firma denn? Swinvest. Ach so, okay. Ja, warum hat er denn aufgelegt? Es ging darum, es war schlechte Verbindung und genau. Ah, und ja, ich kann Ihnen diesbezüglich etwas mehr helfen. Ja gut, okay. Ich hatte ihn ja gefragt, mit was ich alles handeln kann. Sie können, ob es Rohstoffe sind, Aktien, Devisenhandel oder Kryptowährungen. Wir bieten den kompletten Zugang zu der Börse, das heißt, Sie können auch mit allen Finanzinstrumenten arbeiten und genauso auch mit Algo-Trading. Ah ja, okay. Gut, und wie funktioniert das nun bei Ihnen? Schauen Sie, es funktioniert so, die ersten 2 Wochen ist sowieso eine Probezeit, wo Sie unser Unternehmen einfach kennenlernen. Jeder Kunde, der seinen Account aktiviert mit einer minimalen Summe, bekommt auch in der Zeit und allgemein einen persönlichen Berater, das heißt einen Finanzexperten, der Sie bezüglich der Börse auch beratet, damit Sie auch verstehen, welche Möglichkeiten es auf der Börse gibt. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, haben Sie überhaupt schon Erfahrungen bezüglich der Börse oder Investitionen? Ja, das hatte ich Ihrem Kollegen ja auch schon erklärt. Momentan habe ich noch keine Erfahrung, ich möchte halt ein zusätzliches Einkommen erwirtschaften. Mhm. Okay. Dann kann ich Ihnen nur anbieten, fangen Sie mit einer minimalen Summe an, schauen Sie sich an, wie das abläuft, wie viel Profit dabei rauskommt und dann können Sie eine Entscheidung treffen, wie Sie dann weitermachen und Sie dann mit uns weiterarbeiten möchten oder sich auszahlen lassen. Ja, was kann ich denn, welche Zahlungsmöglichkeiten habe ich denn bei Ihnen? Ob es eine Banküberweisung ist oder Kryptowährung oder andere Möglichkeiten. Es kommt darauf an, welche Möglichkeiten Sie haben. Ich würde gerne Banküberweisung nutzen. Online-Banking, ja? Ja, genau. Ja gut, dann kann man es doch machen bei Online-Banking. Ich schreibe dann die Finanzabteilung an, Sie sollen Bankdaten ausstellen. Mit welchem Betrag wollten Sie anfangen? Ja, das kann ich mir noch überlegen. Das muss ich ja nicht, das kann ich ja dann währenddessen machen. Während ich überlege. Ich muss ja jetzt nicht festlegen, wie viel ich investieren will gleich am Anfang, oder? Okay, gut, Herr Losmann, machen Sie sich Gedanken. Wie lange möchten Sie sich Gedanken machen? Na, Sie können mir die Bankdaten ja schicken, das ist ja kein Problem. Dann kann ich mir das ja überlegen, wenn ich die Bankdaten habe. Weil was mich noch so ein bisschen gewundert hat, dass der Herr Werner, dass der Herr Werner nicht von einer Firmen-E-Mail-Adresse geschrieben hat, sondern von Gmail. Das ist fürchterlich laut bei Ihnen. Können Sie das mal ein bisschen leise machen? Jetzt höre ich Sie gar nicht mehr. Ja, ich habe... Warten Sie eine Sekunde. Ich schaue, dass man etwas leiser macht. Ja, wir sind halt ein ziemlich großes Callcenter und wenn jetzt die Musik nicht laufen würde, dann wäre es schrecklich. Ja, jetzt ist es aber noch schrecklicher. Ich verstehe Sie ja kaum bei dem Krach. Ja, kann ich schon verstehen, ja. Aber dann, jetzt, wenn die Musik ausfährt, dann würden wir jetzt über 100 Menschen
zuhören beim Telefonieren. Das wäre dann auch nicht schön, weil das lenkt auch ziemlich von der Arbeit ab. Ja gut, aber mich lenkt die laute Musik extrem ab. Okay, haben Sie auf Ihrer Handynummer WhatsApp? Das ist keine Handynummer. Achso, okay, jetzt sehe ich es auch. Ja. Okay. Gut, Herr Losmann, dann machen wir das so. Ich lasse Ihnen die Bankdaten ausstellen und lasse ihn per E-Mail zukommen und geben Sie dann Bescheid, wie Sie sich entschieden haben. Genau. Was mich noch interessiert, warum schreibt mich der Herr Werner denn nicht mit einer Firmen-E-Mail-Adresse an, sondern ganz normal über Gmail? So haben wir auch, aber in letzter Zeit passiert das, dass mit der Firmen-E-Mail irgendwie die E-Mails bis zu 10 Minuten dauern. Ich weiß nicht wieso. Das ist ja schon sehr seltsam irgendwie. Es gibt in den letzten paar Monaten Probleme mit den E-Mails. Ich weiß nicht, was da los ist. Entweder die E-Mails von Kunden brauchen 10, 15 Minuten oder sogar länger, bis sie ankommen. Zwar nicht alle E-Mails, so wie ich es gemerkt habe, kommt wahrscheinlich auf den Anbieter drauf an. Aber... Na gut. Ja, ja gut, okay. Gut. Und die, Ihre Firma heißt, wie heißt die? Schuhe Invest? Ja. Wie augenblicklich... So wie es in Englischen ist. Schuhe Invest und dann... Genau, .co. .co? Ja. Mhm. Gut. Schuhe Invest.co. Genau. Okay, ja, dann kann ich das ja schon mal schauen. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Es ist wieder so laut. Okay, dann machen wir doch so, machen Sie sich Gedanken, geben Sie Bescheid. Und ja, ich wollte ja noch ein bisschen was wissen. Wie lange sind Sie eigentlich schon am Markt? Wie lange gibt es Ihre Firma? Jahren. Seit sechs Jahren. Ah ja, gut, okay. Und so lange haben Sie dann auch Ihre Webseite, logischerweise, ne? Hallo? Ja, ich bin da. Ich habe nur das Mikro ausgemacht, damit es Ihnen nicht zu laut ist. Ja gut, okay. Ja gut, seit 6 Jahren und die Webseite ist genauso alt? Bei der Webseite zeigt es, glaube ich, nicht so alt, war das. Ja, weil das es gab neue Registrierung. Wie neue Registrierung? Also eine Firma wechselt doch die Webseite nicht. So wird das nichts, wenn Sie sich stumm schalten. Dann höre ich gar nichts mehr. Ich bin da. Ja. Wie gesagt, eine Firma wechselt doch nicht ihre Webseite einfach so. Das kann ich Ihnen auch jetzt nicht genau sagen, wenn ich ehrlich bin. Ja, weil... Das ist schon ein bisschen seltsam. Weil ich nichts damit zu tun habe. Ich bin ganz normaler Account Manager. Na gut. Und die Kontodaten und so weiter, das haben Sie mir schon geschickt, oder? Werde ich jetzt dann machen. Ja, dann sobald ich sie erhalten habe. Ja gut, und dann schicken Sie mir die einfach mal und dann gucke ich einfach mal rein in die E-Mail. Das ist ja gut. Kein Problem. Dann bis später. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Natürlich war er nur ein ganz normaler Accountmanager mit wenig Ahnung von vielen Dingen. Und natürlich hat er mir keine weiteren Informationen geschickt. Ich war ihm wohl zu skeptisch. Das war's für dieses Video. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Demnächst neue Highlights aus dem Leben eines Scambaiters. Bis dann. Ade.